Bang! Mal hier rüber. Hier nochmal runter. Gib mal zölliges Rohr. Ich nehme mich als Verlängerung. Live von der Original Horst Schimanski Currywurstbude. Warte, du Idiot! Hör auf mit der Scheiße! Einen wunderschönen guten Tag aus Duisburg-Ruhrort. Ihr seht schon, die lustigen Fotografen sind wieder unterwegs und ihr seht schon, was ich für eine Jacke anhabe. Ich hatte ja schon mal angekündigt in irgendeinem Livestream, dass wir... Jetzt ich ihm hier jetzt mal auch mitten rein, das habt ihr ganz gerne. Guck mal. Das ist eine adäquate... Ich hatte doch mal im Livestream angekündigt, dass wir, na, da warst du, glaube ich, sogar dabei. Ich bin meistens dabei, wenn du live streamst. Genau, dass wir mal Schimanski auf den Spuren von Horst Schimanski Fotowalk in Duisburg machen. Und wir befinden uns gerade hier in Duisburg und zwar im Epizentrum in der Nähe der Horst Schimanski Gasse im Duisburg-Ruhrort. Und wir werden uns dann gleich erstmal aus der Horst Schimanski Gasse wieder melden mit vielleicht ein bisschen anders verkleideten, noch besser verkleideten Fotografen und mittleren, mittelalten Männern. Mit am Start ist auch der Dirk Verweyen und der Frank Under Pressure, der gerade auch ein bisschen Material sammelt. Also das wird ein wunderbarer Kraut- und Rüben-Vlog. Und wir warten jetzt noch auf den ehrenwerten Jurok, weil der ist eigentlich unser Stadtführer hier, weil der kommt hier aus Duisburg. Ist natürlich schon eine Viertelstunde zu spät, deshalb muss er sich erstmal eine halbe Stunde in die Ecke stellen. Und dann? Leute, da ist er, der Ehrenwerte. Erstmal hier in live und in Farbe. Wie heißen deine Zuschauer? Leute heißen die, ne? Hallo Leute. Hallo Leute. Hallo Fotorocker. Ich glaube, das ist eine Damenjacke, ne? So kleine Innentaschen, oder? Nur diese mittelalten Menschen überall. Hier ist so auch alt, eine ganze Menge Technik am Start hier. Also beim Dirk hier, das ist die R6. R5. Ah, die R5. Und hier haben wir ist das gebraucht die aussehen? GoPro mit dem Media Mod. Beim Klaus haben wir die Nikon Z30 mit dem Wildrox 13mm. Kommt richtig. Vielleicht bei mir auch noch zum Einsatz, aber erst wenn es dunkel wird. Und der Mann mit dem Strampelanzug hier hat die gut bewährte, altbewährte DJI Action 3 am Start. Ne? Ja, und da fangen wir auch schon direkt an hier mit unserem Fotowalk hier in der Schifferbörse in der Nähe von der Horst Schimanski Gasse. Auch hier wurden mehrere Szenen für Tatorte gedreht. Hinten im Hintergrund ist so ein alter Kran. Ich denke mal, da werden wir uns jetzt mal ein bisschen fototechnisch auslassen. Wann sind die Schimanski-Tatorte gelaufen? Jahreszahl reicht mir. Die Tatorte oder die ganze Schimanski-Serie? Da hätte ich ja nachgefragt, die Tatorte. Die Tatorte. Boah, bis 92. Ah, fast. Von, sagen wir mal, von 91. Da ist der letzte gelaufen. Ja, von... Komm, eine einfache Frage. Von 81. Sehr gut, der Mann. Okay, top. Nächste.
Ja. Ich glaube, das kann ganz lustig werden heute. Und wir gehen jetzt mal weiter in die Horst-Schimanski-Gasse. Ja, Leute, hier sind wir im Epizentrum in der Horst-Schimanski-Gasse. Und da ist er, der Gute. Stop, Pegel, Duisburg am Rhein. Da sind auch ein paar Szenen gedreht worden. Und ihr wisst ja, hier unten, da ist ja der Schimi öfter auch mal auf dem Polizeiboot unterwegs gewesen. Es ist doch ganz schön frisch geworden. Allerdings macht schon echt Spaß, mit den Jungs hier rumzuziehen. Ich bin mal gespannt, was da für Fotos rauskommen. Wir sind erstens am Pegel in Duisburg. Übrigens, der Rhein hat hier 5,57 Meter, das seht ihr da im Hintergrund. Aber was noch wichtiger ist, da oben ist der alte Zollturm, genau da. Und da ist Tanners Wohnung drin gewesen, ne? Vom Schimanski, der Kompagnon, der Hauptkommissar Tanner. Da hat er drin gewohnt und den gucken wir uns jetzt mal an und den werden wir uns mal fotografisch jetzt vornehmen. Und ich bin schon jetzt gespannt, was ich da für Bilder zeige. Auf der Friedrich-Ebert-Brücke, ne, da Duisburg-Ruhrort, und das ist der alte Zollturm, wo Tanner dann seine Wohnung drin hatte in den Tatorts. Aber dieses hässliche Ding da, das kann man nicht mitfotografieren. Ich bin mal gespannt, das müssen wir irgendwie wegschneiden, rausschneiden, das sieht echt übel aus. Ich drehe euch mal. Ich versuche dann mal eher so einen Ausschnitt zu bekommen, nur mit dem Schild und ja, nur mit dem Turm, also so weit in der Art. I'm talking over.
Der Klaus, ja. Klaus ist ein bisschen am Rummeckern, er hat ein bisschen Currywursthunger. Also ich übrigens auch, ich habe immer Currywursthunger. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal raus. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal Richtung Alter Markt. Da sind ziemlich viele Szenen gedreht worden. Mal zwei Bier klar, ein Bier und ein Trippelwasser. Und zwei UFOs hier. Hast du deine Kritiken schon gelesen? Auch hier wieder sozusagen ein bisschen Epizentrum von der Schimanski-Tour, der alte Markt und der Ehrenwerte führt uns sehr schön hier durch seine Stadt durch. Und hier sieht man schon, ne? Guck mal, ob das erkennen kann. Wir können uns ein bisschen rüberstellen, dann passt die Perspektive. Ja, hier, ne? Die alte Schankwirtschaft war. Alt-Ruhrort. Alt-Ruhrort war auch öfter mal im Tatort zu sehen. Der Klaus sagt Currywurst und der Ehrenwerte wird uns jetzt Duisburg-Innenstadt, Duisburg-Mitte. Also da habe ich ja nur gute Erinnerungen dran früher. Ne? Also ich glaube, da ist mal eine ganze Pizzeria ausgelöscht worden von der Mafia. Das war weiter. Das ist Richtung Eurocar. Auf jeden Fall würden wir sagen, den alten Markt haben wir hier abgefrühstückt und die Kneipe, wo wir eigentlich rein wollten, war zu voll. Minimal. Das heißt, da müssen wir allerdings mit dem Auto hinfahren und wir werden da parken können. Wie auch immer, ich glaube, die Fototour Schimanski beenden wir dann da an der Currywurstbude, ja, oder? Natürlich. Ja, Leute, angekommen an der Original Horst Schimanski Pommesbude. Der Klaus ist schon vor Ort. Hier, City Grill, liebesalt. Doppelte Currywurst mit Pommes, das ist ja genau das Richtige für mich hier. Guck mal hier, definitiv doppelte Currywurst mit Pommes für 7,80 Euro. Das sieht gut aus. Ja, live von der Original Horst Schimanski Currywurstbude. Könnte ich noch eine Cola dabei bekommen? Ja, 10,30 Euro. Doppelte Currywurst Pommes für 7,80 Euro. Das sind immer noch gute Preise, danke. Oder? Bitte schön. Doppelte Currywurst. Danke. Was macht der Abschleppwagen denn da? Ganz gut. Er kümmert sich nicht um meins. Hast du gesehen?
Sonst hättest du keine Kunststoffe gehabt. Ja, Leute, das ist auch ein wunderbarer Ort für eine Abmoderation. Ne? Die Kamera läuft ja und ich hoffe, ich bin drauf. Es war ein denkwürdiger Tag, würde ich mal sagen. Ne? Die Idee wurde ja irgendwann mal im Livestream geboren. Ne? Kannst du dich noch erinnern? Von dir, ne? Ja, wo du dabei warst und ich glaube, Klaus war auch dabei, meine ich. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, ich bin ja schon, Kind der 60er, 70er, 80er. Horst Schimanski war natürlich eine Institution früher und Duisburg sowieso. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich in Duisburg bin. Aber hier, die Currywurst ist schon mal 1A. Und ich knatsche hier so schön ins Mikrofon rein, wunderbar. Dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Ihr könnt ja mal gerade alle zusammenkommen hier, damit wir auch wirklich alle auf dem Pocket drauf sind. Der Frank auch. Leute, macht's gut, haut rein und tschö. Bis zum nächsten Mal. Oder ne, scheiße. Scheiße. Bam. Kleine hin mit dem Mikro von da oben. Ja, da. Das, so. Mikro. Ah. Das ist das Einzige. Sonst hätte ich den nicht, wenn das Mikro nicht wäre. Das ist einfach so unkompliziert. Du stellst das Ding irgendwo hin und hast das Mikro. Mhm. Muss aber natürlich auch dauernd aufladen, wieder der Teil. Ne? Also nicht das Mikro, das hält ewig, aber der Pocket. Sobald du den Fuß dran hast. Wenn damit noch 4K60 filmst, dreiviertel Stunde Ende, ach, drei halbe Stunde. Ich brauche jetzt mal einen Tipp von den Experten. Hier, hast du Experte gesagt? Ja, richtig. Du als Content Creator bist ja ganz vorne. Nee, Action Cam bei schlechtem Licht, so wie jetzt, Bildstabilisierung, funktioniert da ja gar nicht. Dann kriegst du dieses Zittern da drin, wenn du läufst. Ich habe ja auch einen schweren Gang irgendwie. So, jetzt ist dann der Vorschlag dazu, um das Problem zu lösen oder zu umgehen, Bildstabilisierung ausmachen. Geht. Aber das wackelt doch dann enorm, ne? Mit dem kleinen Ding wackelt das noch viel. Also das, so ist weit wie immer. Das ist dann 13 mm, ne? Und das kannst du eigentlich ohne Stabilisator, kann man schon mit vloggen, ne? Das geht. Oder? Kommt auf den Anspruch an. Ich sag ja, man macht das ja eh nicht allen gerecht. Ganz ehrlich. Das reicht vollkommen aus. Mit der Z30 nicht, weil da fehlt ja, ist ja nur kein analoger, sondern nur ein digitaler VR. Ja, den würde ich sogar ausmachen. Hast du das mal ausprobiert? Noch nie. Echt nicht? Ja, warum mach den, ja, weil der scheiße ist. Mach den mal aus und versuch einfach, nicht hier so, guck mal, hier nicht so, sondern einfach. Ey, da merkst du keinen Unterschied, das sind 13 mm. Können wir gleich mal ausprobieren, wenn du willst. Wenn ich stabilisiert das dann elektronisch. Den probiere ich wirklich mal aus, aber ich habe es halt nicht in der Hand, sondern ich finde diese Halterung, die mir übrigens der Pressure angedeihen hat lassen, sehr, sehr universell. Ist auch gut. Wittig, also hier, das Ding, du findest immer irgendwas. Und wenn ich nichts finde, machen wir das an den Pimmel. Na, wenn du wirklich eine Systemkamera haben willst zum Vloggen, dann ist das so. Ne? Ich liebe auch wieder mit der neuen Sony. Ich bin ja mal gespannt, du meinst, wenn diese 1 Zoll Mini-Ding da rauskommt? Ja. Kommt drauf an, wie mini die ist. Und jetzt warten wir mal ab, ob sie rauskommt. Ne? Ja. Bei Sony. Und vor allen Dingen, was du dann für eine Optik dafür vorgesehen ist. Ja. Das wird alles nur Software. Nur für eine Vlog-Kamera ist das natürlich ein bisschen overpriced wahrscheinlich dann. Ne? Ja. Und was soll die kosten? 2,7. Bitte. Wie viel? 2,7.
Diese kleine ein. Von meinem Content, von meinem Kumpel. 2,7. Ja. Also Quark, ja, also. Ja, hier eine Currywurst Pommes kostet 6,80. Was denkt ihr denn? Ey, 2,7. Nee. Berührt für so eine kleine. Dann hol er, dann weißt du was, dann will ich schon mal die Billig-Variante aufzählen. Kauf dir eine Fuji XS10. Die hat einen Bildstabilisator drin, wie die XT4. Da machst du 13 mm drauf, dann hast du eine kleine Vlogging-Kamera. Aber was für eine Sendergröße habe ich da? APS-C. Habe ich doch jetzt, aber man kann nicht mehr. Oh. Braucht man doch nicht mehr. Die Sony hat Vollformat. Naja. Die kommt, ja. Aber es gibt ja auch diese Videoserie von Sony, die kosten doch alle. Wie heißt sie? Keine Ahnung, die kosten alle. FX, genau. Aber das ist ja auch eine APS-C, die eine, die FX30. Ja. Und was kostet die? Die kostet auch annähernd an die 3. 2000. 2,1 oder sowas, ne? Die ist ja viel teurer. Das ist aber nur einer Hube. Aber dann hast du aber noch kein Objektiv dabei. Das sind dann verschiedene Affen. Ich denke, so 2,3 oder 2,3 oder so weiter. So ein Wärter da. Ich hatte noch einen besseren, der wollte schon mal bestimmt, den soll ich wegmachen. Mhm. Und weil man wie so ein Lachen. Mit Thomas immer ganz gut. So, Fotowalk neigt sich dem Ende an der Horst Schimanski Gedächtnis Currywurstbude hier in Duisburg, Stadtmitte. Alle sind noch mit am Start, der Ehrenwerte, Frank Under Pressure, der Klaus von den Lichtspielidealisten und der Dirk Verweyen. Und Leute, seht euch mal die Currywurst an. Was hätten wir machen sollen? Über einen Falschverbrecher, wenn ihr abmoderiert. Das wäre lustig gewesen. Und wer sagt, der Ehrenwerte? Und dann hätte ich so gemacht. Das ist also nicht zu verwirren. Ganz ernst, das hätte ich total geil gefunden. Sag mal, wenn du den Preis schon so wie du ihn kennst, hast du ja schon bestellt, oder? Hab ich nicht. Und die Frage ist für mich ja, ursprünglich sollte ja eine feste Linse drauf sein. Und dann wird es doch wieder adaptiv. Ja. Und ich hatte, was hatte ich denn für eine Linse? Ich hatte ein 20 mm, gibt es Sigma 20 mm 1,4? Ja. Das hatte ich. Und dann habe ich es wieder verkauft. Mhm. Weil ich die ZVE-C nicht, nur so. Und dann fange ich ja wieder von vorne an. Also ja, 20 mm Sigma. Ach, die du hast die ZVE-10 hast du gehabt, die ZV-1 hast du doch auch gehabt, oder? Mhm. Die hätte ich auch behalten, hätte ich nicht im Wasser versenkt. Warum bringen sie nicht einfach sowas raus? Haben sie ja, die ZVE-10. Ja, die ganze, das ist ja wohl der letzte Schrott. Geil, oder? Ja, also. Sieht sowas aus. Was, wie wäre es denn gewesen mit einer ZV-1 mit mehr Weitwinkel und noch einem dichtstärkeren Objektiv? Ja. Obwohl, die hat den 1,8. Ja, hat er einen Sensor da reinpacken, ja. Müssen wir recht zufrieden gewesen. Aber 1,2 war schon mal drin, ne? APS-C vielleicht. Ja, APS-C ist natürlich ein. Also der Traum, auch wenn das unhandlicher ist, du kommst auch bei Dunkelheit mit der 1,4 hin. Finde ich persönlich halt geil. Genau das Problem, was ja. Die Uwe vorhin sagte. Das ist alles geil, aber hier. Wenn das Licht weg ist, dann wird es so richtig matschig, das Bild. Ne? Wenn wir jetzt noch weiter. Ja, oder du darfst den ISO, musst den ISO dann begrenzen, dann wird es sehr dunkel. Auf 800 begrenzt, ja. Habe ich ja. Schon beim Pocket. So, immer. So langsam wird das ganze Thema hier zu einem Fachgesimpel unter YouTubern. Und der Fotowalk, der endet, glaube ich, jetzt. Sind auch YouTuber da? Ja, ein paar YouTuber sind da. Sind auch Leute, die fachsimpeln können da? Wir haben das Ganze. Jetzt mit einem feierlichen Currywurst mal beendet, dank Tipp vom Ehrenwerten, der uns hier das Ganze empfohlen hat, bei, zu finden, wer das Ganze bestimmt nicht. Bitte? Hallo. Guten Abend. Ja. Das hier ist übrigens der Graffiti-Mann. Der Graffiti-Mann. Das ist Under Pressure. Okay. Und der Frank Flock ist auch da. Ihr merkt, die Ernsthaftigkeit lässt hier doch zu wünschen über. Wir beenden das jetzt hier lieber mal. Wir haben auch wenig, Spaß. Und doppelte Currywurst 7,80 Euro, Leute. Ja, also ich verlegt das hier. Eine 1,86. Sehr gut. Ob man noch einen bestellen kann? Wenn man auch kommt. Der Trick ist ja die doppelte, ist genauso groß wie die normale. Und wir werden uns hier noch ein bisschen unterhalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, das sind schon die geschnetzelt in den Teller. Ja. Der Insider-Tipp ist ja auch, wenn du Döner essen gehst, nicht einen großen bestellen, sondern zwei kleine. Das ist ja Trick 17. Ja, ja. Für mehr Fleisch. Wissen die wenigsten. Also ich habe nur so Vorschläge und Tipps. Ich glaube, ich sollte einen Zweitkanal starten. Ich wollte gerade sagen, mach einen Essenskanal auf. Nee, so ein Lifehack-Kanal. Lifehack. Ehrenwerte Lifehacks. Ja. Ich würde mir dann angucken.
vor allen Dingen die Leute, das ist eine gute Idee. Darf ich das Bonbon noch essen, was hier in der Tasche war? Oder hallo, das war ja zwei, da waren Smiley drauf. Warte mal, hier ist noch einer. Ja sicher, den isst du jetzt aber. Ja, weißt du, der ist wegen der Flosen. Ja, kann ich noch nicht sagen, Junge, wenn du den anderen wegschmeißt. Ey, ich glaube, da war nur einer, der hat sich schon vermehrt. Hier ist noch was drin. Ah, die Abziehfolie vom Schnorrek. Ja. Wie kommst du eigentlich auf Schnorrek? Ich kannte den Ausdruck gar nicht, Schnorrek. Nee? Nee. Kannte. Hat den irgendjemand ja, schon mal vorher gehört, jemals? Das ist falsche Antwort. Ja, gibt's gar nicht. Dann habe ich mir den ausgedacht. Ja, weißt du, die Leute, die über deutsche Sprache Videos erstellen, machen die meisten Fehler. Wir dürfen auch eigene Begriffe. Schnorrek, ja, ist mal ernsthaft. Also ich finde es ja geil, wenn ich mir das ausdenke. Aber kann ich gar nicht. Vorher noch nie. Ja, das ist jetzt ja, kein Maßstab, Frank. Boah, ey. Jetzt sind wir auf dem richtigen Niveau angekommen. Jetzt ja, ist nee, jetzt, Alkohol, nee, nee, wird doch alles aufgezeichnet. Ich glaube, ne? Glaub, gleich ist ja, mehr Platz im Auto. Ne? Wir können wir eigentlich auch Livestream senden. Hier, oh, ne? So, ja, das, an der, dann zeigt das doch auf. Alles aber auch. Ja, die kriegt den Ton wahrscheinlich nicht drauf, weil der Zeitraffer an der, ist. Sag mal, Currywurstbude, so ein Livestream an der Currywurstbude. ist wie damit bei Ditsche, und oder? Das schlägt Hamburger Hafen. Ja. Warum guckt ihr das? Ich sag doch gar nicht, dass ich das... Weißt du, was ich mache? Ich lasse diese ganze Sequenz einfach am Ende durchlaufen. Mit einem durchlaufen. Der ganze oder du Quatsch. Machst am Anfang wieder diese... Ja gut, das mache ich sowieso. Jetzt ist soweit, jetzt kommt der Headbanger. Jetzt das mache ich sowieso, aber... Das haben wir einfach so hinten dran gepackt, weil da kannst du ja nicht den Vlog reinpacken. Und zwischendurch immer mal so piep. Ja, genau. Sprache piep, die piep, braucht keine piep, 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 piep. Ja, da kannst du viel piepen. Hallo, kann ich auch Bus kommen, ist mal nö. Das sagt keiner bei was, ne? Ja, weil wir wissen, was der Frankie vorhat. Ja. Ja, Cola. Teilt ihr das gut ein, ne? Aber mein Video kann erst frühestens. Frühestens in zwei Wochen kommen. Ja, aus der Tasche. Druck ja auch selber, ne? Was ist das? Geil. Freunde der Nacht. Mein Video kann frühestens in zwei Wochen kommen. So schaffe ich das ja nicht. Also komm, eher drei Wochen. Nee. Hast du die gefunden in die Ecke? In der Tasche. Unterm Schnorrek. Da braucht man eigentlich keiner kennt. Um die Ecke beim Methadon-Doktor oder was? Nein, das ist Daymate. Die habe ich nur hier. So bringt er sich über den Tag hier. Die hat er bei Michael Ziegern schon in der Tasche gehabt. Ja. Und nicht benutzt. Wie lange ist das her? Ja. Und die Pillen, die er so aus der Tasche holt. Ja. So, jetzt sind die anderen. Jetzt bist du ertappt. Das so. Ist das erste Mal. Haben wir fertig? Ja. Jetzt müssen wir ja eigentlich zurücklaufen, ne? Nach der Fettaufnahme, ne? Ja, wir haben nur eine einfache gegessen. Ja, ich fahre noch 200 Kilometer, da gibt es noch ein paar Kalorien. Du musst noch ein paar Mal die Kupplung drehen im Automatik. Genau. Gehen wir dann noch Brücke oder fahren wir heim? Ich weiß. Von mir aus können wir. Das ist doch seine Zeit jetzt. Er wird ja gerade wach. Jetzt sieht man die Augen auch. Und der hat schön. Vielleicht nochmal Brücke mit Lichtern oder so. Ja. Tja, aber der ist halt auch homophob. Aber dann auch, glaube ich, kein Video mehr machen. Nur noch ein paar Bilder. Ja. Nur ein paar Bilder hinten dran oder so. Oder gar keine. Einfach so für uns. Ich glaube, du bist nicht hartnäckig. Das ist auch mit. Nee, noch hartnäckiger würde... Geht gar nicht, ne? Nee, dann... Da würde ich, also es würde Traumata in mir. Uwe, frag den Frank mal, wie viele Schichten er heute trägt. Wie viele Schichten er trägt. Wie viele Schichten Zwiebelprinzip. Ach so. Hat er erfunden. Ich habe gestern in meinem Livestream den Zwiebelbaum übrigens. Frank Union nennt man ihn nochmal. Er ist da nicht viel besser. Doch. Bitte? Der ist besser. Wer ist denn er? Du. Der Ehrenwert. Der Ehrenwert. Also, okay. Dann sag doch mal, bitte, wie viele Schichten hast du? Drei. Das glaube ich nicht. Du hast doch unter dem Rolli, den du hoch hast, noch was drunter. Ein Unterhemdchen oder sowas. Ja, klar. Dann hast du vier. Dann sehe ich das schon. Achso, ja, gut. Also, Junge, ich überhaupt nicht. Achso, stimmt. Ich habe ja noch die Weste an. Jetzt zeig doch mal. Was denn? Ja. Da ist ein Pullover drunter, ganz normal. Ja, unter dem Pullover. Ja, ist ein T-Shirt. Wieso haben wir dich eigentlich nicht in deinem Jeanshemd gesehen? In welchem? Das eine Jeanshemd. Ich kann dir gerade nicht folgen. Achso, das hier. Ja, wir sehen dich ja nur zugepackt hier. Ja, kann ich auch mal zeigen. Wer das möchte. Ja, also das wäre jetzt für eine Abschluss. Also das ist ja Schimanski pur, ja, ne, mein lieber Mann. Noch ein paar Härchen auf die Brust genau. Ich glaube, was passiert gerade. Bei Amazon war gerade Lieferstopp mit Brusthaaren. Vielleicht noch ein paar Brusthaare vielleicht im Rucksack zum Aufkleben. Ich habe welche bestellt, die sind aber nicht gekommen. In Japan.
Ja. Also ich muss auch gerade im Naturhaar. Ja, die waren aber für andere, waren so kleine, die waren, nee, die waren für einen anderen Bereich. Wo hast du denn bestellt? Bei HairLikeIt? HairLikeIt.com. Nee, .jp. Ja. Muss ich ah, ja, heißen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und Flanschhaare. Ja, gut. Doppelflansch oder pass einfach? Pass auf, mit wem du dich zeigst. Doppelt XL. Also wenn das hier mein Sohn auf Instagram sieht, dann wird er sich fremdschämen. Da garantiere ich dir für. Das ist hier mit der Schimanski, mit dem angeklebten Schnurrbart da durch Fußballlaufen. Da garantiere ich dafür. Ja, dann bring den Jungen nochmal mit. Ah, genau. Ich habe noch irgendeinen vergessen, das zu erwähnen. Weißt du, 21. Ey, das ist mein Papa, der ist YouTuber. Habe ich den Frank? Nicht. Ja, gut, der macht gerade Ausbildung. Das müssen wir jetzt mal rausschneiden hier. Das kann man nicht machen, das kann ich schon durchlaufen lassen. Doch, alles. Das mit deinem Sohn, das sicher. Mach doch den Flipper. Den Flipper ich auch immer weg. Ja, oder ich kann dir den Klingelton geben, dann kannst du ja auch was wegmachen. Wie geht's deinen Kindern eigentlich? Ja, die sind aus dem Haus. Gut, ja, meine auch. Ich habe nie welche gehabt. Die können aber nichts. Ja. Ich hab da paar zu. Komm ganz nach der Mutter, ne? Bitte. Zack, so. Oh, weil hier sind wir. Ja. Oi, oi, oi. Stell dir mal, Haltung, stell mal vor, du hast Kinder, die im Hochformat fotografieren. Das ist doch von Nikon eine Vlogging-Kamera. Die gibt es in fünf verschiedenen Bundles. Aber ja, möchte ich dir mal erklären. Achso, schön. Hol's aus. Also, ganz ehrlich. Dreh noch mal bitte. Alle, ich habe ja auch mittlerweile 2.500 Abonnenten auf Instagram. Hast du uns verlinkt? Kann ich das teilen? Ja, ich glaube, ich habe es fast gibt alle, drei verschiedene Bundles. Alle verlinkt mit, oder ver, keine Ahnung, ver, mit, was ich verhashtagt. Und die wird ja als Vlogging-Kamera, ne? Und nur in einem Bundle ist die Deadcat dabei. Und die ist von, warum immer von Smallrig? Ich musste da für 20 Euro nachkaufen. Da habe ich auch in irgendeinem Video richtig rüber abgerutzt, weil das kann ich sagen, die ganze Ding als Vlogging-Kamera und ach, kannst du kannst auch Indoor raus. Das habe ich hier mitgemacht. Ja, so, schon drauf. Boah, ich wollte gerade sagen, ich hatte auch mal irgendwann mal ein Handy. So, ich würde mal sagen, jetzt wird das gute Stück oben erlöst. Wenn es überhaupt noch läuft. Das läuft tatsächlich noch.